So, ho, Leute, willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Im letzten Part haben wir hier ein bisschen gebattelt und sind auf eine kleine Odyssee geraten. Aber jetzt, Elizabeth, verlassen wir Shantytown. Den Bereich, in dem wir erst so lange waren. Die Bullhouse-Verwahrstelle. Das Bullhouse erinnert mich an die Pinkerton-Agentur. Und noch ein weiterer Satz, den ich nicht mehr lesen konnte. Das hier sieht ziemlich cool aus. Halt! Final Checkpoint. All visitors must submit to search. Halt! Schön, dass sie das auf Deutsch übersetzt haben. Hahaha. So. Ja, aha. Kommt jetzt ein Boss Battle oder was? Fettes Fink Boss Battle? Naja, wahrscheinlich eher nicht. Das ist ja auch nur irgendein durchgedrehter Geschäftsmann. Lockpick. Cool. Repetierer. Nein, danke. Von dem habe ich erstmal genug. Okay. Fitzroy spotted. Oh mein Gott, das ist ja das, was ich mir unbedingt reinziehe. Das Wort des Propheten präsentiert Fitzroy gesichtet. Die Redelsführerin der Vox-Populi, Daisy Fitzroy. Punkt, Punkt, Punkt. Oh mein Gott, da ist sie. Diese Kameraführung. Oh mein Gott, ah, Hilfe! Ihre Brüste sind so groß. Der große Prophet hat ihr Ende vorhergesehen. Nur er kann uns schützen. Unser Prophet! Ende. Euer Prophet am Arsch. Der rührt nicht mal mit dem kleinen Finger. Mann, Mann, Mann. Oh. Naja, wenn hier Deckung ist, dann muss das heißen, dass ich battlen muss. Nein, ich werde mich nicht ergeben. Ach ja? Na komm schon. Ja. Okay. Andere Battle Position. So und der. Scheiße. Naja, macht nichts. Jatidi, jatida. Wow! Hey, was machst du hier? Erst was? Ah, haha, siehe da. Ich glaube, ich habe die Truhe gefunden. Ich habe die Truhe gefunden. So, dann tauschen wir das mal aus. Ciao, Peppermill. Hab dich lieb. Schmatz. Leck mich. Was? Komm schon. Kann ja hier nicht angehen. Kommt ihr hier nach? Nö. Gut, gut, gut. Das ist ja. Das sind ja alle aus hier. Was ist denn los? Hier fällt einer beim Scheißen irgendwo. Das kommt doch immer gut. Nachladen. Ja, ja, mach die nur. Ich schau mich hier noch um. Ja, ich nehme in meiner Sporttasche auch immer irgendwie Muni fürs Maschinengewehr mit. Naja, wenn du meinst. Werden wir ja sehen. So, ja, wir gehen jetzt hier wieder raus. Oh Gott, halt doch einfach die Schnauze. Ja, hier, das ist ein Feuer. Wir benutzen jetzt einfach eiskalt meine Deckung. Das ist ganz schön frech, du. Ganz schön frech. Ah. Na, warte, das werdet ihr bereuen. Na ja, ich denke schon. Was? Nein! Hätte es nicht hinter dem laufen. Das traue ich mich nicht. So geht's ja auch ganz gut. Boah. So, das war's. Ha. Oh, guck mal, du hast dein Gesicht verloren. Ah, eine Get. Was? Ich kann mich auch eine Get-Ding holen. Ah ja, tatsächlich, okay. Naja, hatten wir ja gerade erst, auch wenn es nicht lange war. Ein Schokoriegel. Kommt immer gut. Genauso wie Muni für den Revolver. Ah, ein Safe. Sehr gut. Wie viele? Ach, der ist schon offen. Naja, umso besser. Dann ist Booker ja in sein Element. Klauen. Klauen, klauen, klauen. Staus bauen. Was? Nein, Booker.
So, wo war doch gleich hier die Dings? Die Truhe. Glaub, die war oben. Ja, die war oben. Gut. Dann gehen wir da schnell hin, bevor ich das noch vergesse. Ich kenne mich ja. Medizinkit. Brauche ich nicht. So, hier war sie. Mach auf. Aha, ne, Infusion. Okay, wir setzen auf Salze. Genau das, Muy was wir gut. jetzt brauchen. In der Tat, genauso wie das hier. Es gibt den Job und es gibt das Leben. Ich werde dafür Ja. bezahlt, dass ich die gottverdammten Vox hasse. Und ich nehme das Geld. Aber was schadet's, mit Fitzroys Leuten einen zu heben? Ich muss aber einen zu viel erwischt haben. Ich habe nämlich den Schlüssel für die Beweismittelverwahrung an den Barkeeper verloren. Wenn das rauskommt. Tja, wenn das rauskommt, könnte irgend so ein Depp deine Truhe ausrauben. So, was hätten wir hier? Der Vox Fred. Oh mein Gott. Okay, Daisy Fitzroy ganz oben. Dead, dead. Shot him dead. Was? Hat sich selbst abgeknallt? Nice work. Dead, Smitty. Okay, Morgan Creed. Ja, das ist dieser wahnsinnige Jäger da. Das ist dieser Vox-Anarchist. Ah, verstehe. Okay. Der Hilfe zwei Fragezeichen. We must find this bitch. This bitch. Haha, ich habe sie schon gefunden. Und ihr nicht. Hahaha. Edgy Badge. Ja, schau durchs Fenster. Ah, du hast. Ich habe den Bananen übersehen. Danke für den Hinweis. Ich bin dir so dankbar. Geh mir aus dem Weg. So, da waren wir ja schon. In dem Locker-Room. Hier unten war ich ja auch schon. Hier unten war ich aber noch nicht. Daisy Fitzroy, Mann, die ist voll berühmt. Na gut, ich auch. Haha. Abends haben sie sich oft heftig gestritten, Lady Comstock und der Prophet. Ich konnte aber von meiner Schlafnische aus nie verstehen, worum es ging. Nach dem schlimmsten Krach ist sie nicht zum Morgengebet gegangen. Da habe ich mich zu ihr raufgeschlichen, um nach ihr zu sehen. Und wie eine Närrin blieb ich zu lange. Als ich in Comstock House anfing, rief man mich Küchenmagd. Als ich von dort flüchtete, rief man mich Mörderin. Ja, die hat ja mal bei den Comstocks gearbeitet. Das sind Wahrscheinlich. die Geräte. Jetzt müssen wir sie zur Vox schaffen. Dann kriegen wir unser Luftschiff. Die haben sich echt die Mühe gemacht und die bis hierher gebracht. Oh Mann, ey. Und wie soll ich die bitte transportieren? Elisabeth, wie geht das? Elisabeth. Oh. Ja, die Lady Comstock ist ja durch eine Geburt gestorben. Schätze ich mal. Wenn das Kind nur eine Woche in ihrem Bäuchlein war. So, hier hätten wir noch was. 5 Picks. Kannst Ja, du dir mach das mal. mal ansehen? Und wahrscheinlich haben sie irgendwie die Schuld auf die Daisy geschoben, weil die Daisy wahrscheinlich, weiß ich nicht, als Fertig. Hebamme oder so anwesend war. Ja, und dann, so ist das alles zustande gekommen, schätze ich mal. Und eine Infusion, eine Ausrüstung. Und das ist ja eine fette Belohnung hier, Karabiner. Kannst drauf scheißen. Sehr nicht. So, eine Infusion, okay. Ich glaube, ich strebe mal an, ne? Ich kann immer noch auf die Schild, auf das Schild setzen. Ja, kann ich. Ach so, ja, sagt mir das doch einer. Okay. Ah, die Messlatte höher legen. Okay, wahrscheinlich kann man das maximal 11-mal machen. Oder 10-mal halt. So. Neue Stiefel. Umarmung des Vampirs. Oh. Vampire Diaries. Edward. Nahkampf, Kills, Gesundheit. Edward! Ja, komm. Oder? Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Panzerfaust, ja, warum eigentlich nicht? Panzerfaust und Pistole, ist das eine gute Entscheidung? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme mal das Karabiner. So. Ja, ich weiß, ich habe gerade noch gesagt, kannst drauf scheißen. Ja, und ich habe meine Meinung geändert. Was dagegen? Okay. Dann holen wir jetzt die Gerätschaften von dem lieben Jenny. Ja, okay, ich habe noch genug Zeit. Ich dachte schon. Das ist was für dich. Das ist alles?
Keine große Herausforderung. Jetzt hör mal auf, so überheblich zu sein. Das nervt mich langsam. Nein, nur Spaß. Wem hilft es wirklich, wenn wir der Vox Populi Waffen besorgen? Es wird uns helfen. Daisy kann all das ändern, oder? Die Lage der Menschen hier verbessern. Klar. Ja, Booker, Meister der Überzeugung. Naja, ich bin da etwas skeptisch. Ich weiß ja nicht. Ich meine, der Fink hat gemeint, sie ist eine Hyäne. Hyänen sind Aasfresser. Heißt so viel wie, sie lässt uns praktisch die Arbeit machen. Und sahnt dann den Lohn ab. Ich schätze mal, genauso wird das verlaufen. Wetten, die Tür geht nachher noch auf, weil das so ein Klack-Klack, ich bin verschlossen Geräusch gemacht hat. Wenn das nur eine gewöhnliche zugeschlossene Tür wäre, die nicht wichtig wäre, dann würde das nicht passieren. Ich wette, wir müssen dann nachher noch irgendwie rauslaufen oder so. The Founders will bleed. Die Gründer werden bluten. Ja, das werden sie. Das werden sie. Okay. Aber wir können das unmöglich alles zur Werkstatt schleppen. Na also, das sag ich doch. Natürlich nicht bedacht. Was ist das? Oh. Es sieht aus wie ein Riss. Zu einer anderen Version dieses Raums, ohne Geräte drin. Tja, wenn die Geräte nicht dort sind... Dann müssen sie in der Werkstatt sein. In der Werkstatt. Booker, wenn wir diesen Riss betreten... Ich glaube, dann gibt es kein Zurück. Willst du das wirklich tun? Ja, gleich. Öffne den Riss. Ja, wie viel wollen wir uns eigentlich noch verschachteln in diesen Paralleldimensionen? Irgendwann kennen wir uns gar nicht mehr aus. Willst du das, Elizabeth? Willst du das wirklich? Ja, lass mich erstmal diese Silver Eagle Tasche nehmen. Yam, yam, yam. Money, money, money. Was ist hier? Nichts weiter, okay. Nun dann, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit. Oder? Bin ich bereit? Ne, hier war ich noch gar nicht, oder? Täusche ich mich. Da ist aber auch nichts. Toll. Na schön, dann öffnen wir den Riss. Den Riss der Verdammnis. Mach hinne. Try hard, try hard. Du schaffst es. Ich glaube an dich. Hui. Tja, das hat irgendwas bewirkt. Burstern. Gehen wir wieder zu diesem Schmied und bringen es zu Ende. Ich möchte schnellstmöglich auf dieses Luftschiff und weg von hier. Booker, wenn die Vox ihre Waffen hat, gibt es eine Revolution wie in Les Miserables. Dann haben die Menschen ein besseres Leben. Ja. Yeah. Genau. Burst Gun. Wenn die mir schon so in die Nase gesteckt wird, hier überall, in die Nase, in die Augen, in die Ohren, dann lege ich auch das Karabiner weg. Ah. Interessantes Fadenkreuz. Sehr dürftig. Mal sehen, was das für ein Teil ist. Kann ich mal probieren. Ah, okay. Das ist ein DMR. Okay. Ich habe die Lage erkannt. So. Tausendfache Money. Obwohl ich voll bin. Wow. Okay. In dieser Welt haben es die Vox wohl rausgeschafft. Da bin ich ja gespannt. Okay, meine Theorie mit der Tür war falsch. Naja, was auch immer. Da liegt ein Tonband. Mach das von. Oh oh. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Wir hören das noch an und dann beende ich den Part. Habt ihr einmal einen Wald zu Beginn eines Waldbrands gesehen? Kurz vor den ersten Flammen sieht man die Beutelratten und die Eichhörnchen durch die Bäume fegen. Sie wissen, was kommt. Aber die fetten Bären mit ihren Bäuchen voller Honig, tja, die kriegt man kaum dazu, aus ihrem behaglichen Winterschlaf aufzuwachen. Wir gehen nach Emporia.
Mal sehen, was nötig ist, um sie aus ihrem Schlummer zu reißen. Haben die das irgendwie eingeübt oder so? Keine Ahnung. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.